Seit heute Morgen im 10, als das Ganze hier mit der allgemeinen Finanzdebatte eröffnet wurde, tagt der Bundestag hier zu den Haushaltszahlen und es wird jeder Einzelplan einzeln aufgerufen. Jetzt der nächste und der letzte für diesen Tag zumindest, das ist der Einzelplan 30, der für Bildung und Forschung. Ja, 20,8 Milliarden Euro sollen die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek für 2021 zur Verfügung gestellt bekommen. Hier sehen Sie sie schon auf der Regierung. Aus. Sie wird natürlich in dieser Debatte noch mal das Wort ergreifen. Ja, Themen, die werden weit gefächert sein. Es geht natürlich um den größten Ausgabeposten, um die Hightech-Strategie der Bundesregierung. Da steht ja die Innovationspolitik sozusagen aus einem Guss immer in Rede. Aber natürlich wird auch die Corona-Pandemie sich in diesem Ressort widerspiegeln. Wichtige Fragen der Digitalisierung der Schulen, aber auch im Bereich Forschung, die Förderung der Impfstoffentwicklung und so weiter. Erster Redner, Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, wenn wir über Bildung und Forschung sprechen, sollten wir nicht nur über Geld reden, sondern auch über Werte. Die Ermordung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty war ein Angriff auch auf unsere Werte, war ein Angriff auf Bildung, Menschenwürde, Abendland, Aufklärung und Humanismus. Jetzt am vergangenen Sonntag wurde der Täter in Tschetschenien beerdigt. Und wenn man nun erwartet hätte, dass das eine stille, kleine, verschämte Feier im kleinen Kreis geworden wäre, sah man sich getäuscht. Hunderte feierten den Täter und verhöhnten das Opfer. Inzwischen soll sogar eine Straße nach ihm benannt worden sein. Gleichzeitig nehmen wir zur Kenntnis, dass leider auch in Frankreich und auch in Deutschland, mitten in Berlin, das Opfer verhöhnt wurde und die Tat verharmlost worden ist. Nach und nach wird auch deutlich, dass die Schweigeminute, die an vielen Schulen dankenswerterweise durchgeführt worden ist, viel öfter als bisher geahnt gestört worden ist. Meine Damen und Herren, all das ist beschämend und ist eine Schande für Europa. Meine Damen und Herren, wir haben ein gewaltiges Problem an unseren Schulen und es wird sicherlich nicht kleiner, wenn man es vertuscht und verharmlost. Schulen und Schulbehörden haben in der Vergangenheit viel zu oft weggesehen. In Hamburg hat übrigens erst eine Anfrage der CDU-Fraktion dazu geführt, dass die Schulbehörde nun bekannt gab, wie muslimische Schüler die Schweigeminute gestört und Verständnis für den islamischen Terrorismus geäußert haben. Woher kommt das eigentlich, meine Damen und Herren, dass Staat und Gesellschaft hier so kläglich versagen, obwohl sie doch sonst gegen den Extremismus ständig kämpfen und sich diesen Kampf groß auf die Fahnen geschrieben haben? Offenbar, meine Damen und Herren, wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Die gleichen Leute, die sonst nicht müde werden zu betonen, dass es doch keine Unterschiede gäbe zwischen länger und kürzer hier Lebenden, machen dann plötzlich einen Unterschied. Wenn Christian und Johanna auf Abwege geraten, dann funktionieren die Frühwarnsysteme und Schule und Gesellschaft, und das ist auch gut so. Wenn aber Mohammed oder Hatice sich radikalisieren, dann wird das mit Blick auf ihre Herkunft, Kultur und Religion relativiert und damit verharmlost, meine Damen und Herren. Wenn muslimische Kinder in der Schule aus der Spur laufen, dann darf uns das auch nicht kalt lassen, dann müssen wir genauso reagieren. Wir müssen sie einfangen und erziehen wie alle anderen. Die Schule hat hier einen Erziehungsauftrag, meine Damen und Herren. Übrigens nicht der Staat für erwachsene Bürger, sondern die Lehrer für minderjährige Schüler. Während Programme gegen rechts mit Milliarden gefördert werden, und auch da haben Sie jetzt ja noch mal ordentlich eine Schippe aufgelegt, da sehen wir doch, dass hier viel zu wenig getan wird. Still und heimlich konnte sich der radikale Islamismus in Schulen, Hochschulen und Moscheen weitgehend ungehindert ausbreiten. Wir wissen übrigens noch viel zu wenig darüber. Deshalb wird die AfD-Fraktion demnächst auch einen Antrag einbringen, der eine bundesweite Studie zur Erforschung dieses Phänomens fordern wird. Lassen Sie mich abschließend noch ganz kurz drei Punkte erwähnen, die Ihnen zeigen, dass wir natürlich konstruktiv mitarbeiten im Ausschuss und nicht so, wie Sie das häufig behaupten, nur Polemik betreiben würden. Wir haben sehr früh
die steuerliche Forschungsförderung gefordert. Da waren wir die erste Fraktion, die Sie daran erinnert hat, dass wir das umsetzen sollten in dieser Legislaturperiode. Sie hatten es drinstehen in Ihrem Koalitionsvertrag, haben aber nichts gemacht. Zweitens haben wir daran erinnert, dass wir die Grundlagenforschung zur Kernenergie stärken müssen. Und wir haben schließlich auch einen Antrag eingebracht, um die nationale pharmazeutische Forschung zu stärken. Auch das haben Sie bisher zu wenig berücksichtigt. Hier sind wir allerdings der Bundesregierung dankbar, dass Sie dort tatsächlich eine Erhöhung vorgenommen haben. Und insofern ist nicht alles schlecht am Haushalt. Die Höhe stimmt. Von der Zielsetzung hätten wir uns etwas mehr für Naturwissenschaft und weniger für ideologische Projekte gewünscht. Vielen Dank. Ganz Fröming, für die AfD war das ja in einer Aussprache hier zu den Einzelplänen. Da wechseln sich meistens Fachpolitiker und die Haushaltspolitiker ab. Götz Fröming war der Sprecher für Bildung und Forschung der AfD. Und jetzt folgt sozusagen der Reigen der Haushaltspolitiker, vor allem der Berichterstatter. Das sind ja diejenigen Mitglieder aus dem Haushaltsausschuss, die dann jeweils genau zu diesem Einzelplan wirklich jeden Posten in der Bereinigungssitzung vor allem nochmal umgedreht haben. Berichterstatterin für die Unionsfraktion zu diesem Einzelplan ist Kerstin Radomski. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir über den Bereich Bildung und Forschung des Bundeshaushalts 2021 debattieren, dann müssen wir uns eines vor Augen führen. Und das passt ganz gut zu meinem Vorredner. Der Einzelplan 30 bildet die Zukunftschancen und Möglichkeiten Deutschlands ab. Mit 20,8 Milliarden investiert der Bund für das Jahr 2021 die höchste jemals für diesen Bereich zur Verfügung gestellte Summe. Der Titel des Ministeriums für Bildung und Forschung ist jedoch für die Öffentlichkeit oft irreführend. Und auch wir als Parlamentarier scheinen immer öfter aus den Augen zu verlieren, welche Aufgaben dem Bund in diesem Bereich zugesprochen werden. Grob gesagt sind 3/4 des Einzelplans im Bereich des Wissenschaftssystems und der Forschung veranschlagt und nur 1/4 im Bildungswesen. Die berechtigte Frage eines Bürgers und auch mancher Kollegen könnte nun sein, ist Bildung nicht die Zukunftsinvestition schlechthin? Und warum investiert der Bund in diesem Bereich nicht viel mehr? Die Kompetenz des Bundes ist aber verfassungsmäßig begrenzt. Bildung ist im föderalen System Aufgabe der Länder. Deren Aufgabe ist es, diesen wichtigen Zukunftsbereich sowohl inhaltlich als auch finanziell zu gestalten und zu fördern. Die allermeisten Länder kommen diesem Auftrag auch gut nach. Natürlich gibt es immer Unterschiede, aber diese sind in der föderalen Struktur auch gewollt. In den letzten Jahren haben wir uns als Bund immer stärker finanziell im Bereich des Bildungswesens engagiert. So ist zum Beispiel die Übernahme des BAföGs der größte Posten. Wir fördern als Bund auch die berufliche Bildung, etwa bei den überbetrieblichen Bildungsstätten und das Aufstiegs-BAföG für Auszubildende. Auch in der Alphabetisierung investieren wir jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag. Dieser dient nicht dazu, Alphabetisierung bei Schulkindern zu unterstützen, sondern richtet sich an Berufstätige oder Erwachsene. Anhand der Alphabetisierung kann man gut erläutern, was der Bund in der letzten Zeit sehr häufig macht. Wir helfen immer dann, wenn wir feststellen, dass es Schwierigkeiten im Bildungswesen gibt. Gelder für die Alphabetisierung zur Verfügung zu stellen, ist wirklich richtig. Die Frage ist aber, warum verlassen immer noch Schüler nach der 10. Klasse unser Schulsystem, ohne gefestigte Deutschkenntnisse zu besitzen? Diese Frage muss aber in den Landesparlamenten gestellt werden und auch dort beantwortet werden. Kommen wir aber zum Bereich des Wissenschaftssystems und der Forschung, in denen Großteile des Geldes, was das Parlament zur Verfügung stellt, reingehen. Der Bund fördert eine breite Palette von Wissenschaftsdisziplinen, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz, Wasserstofftechnologie, Polarforschung, Impfstoffforschung, Bioökonomie, Frau Christian, Materialforschung bis zur Erforschung des Universums. Wenn man das in einem Satz zusammenfassen will, könnte man sagen, von den Quanten über die Zelle bis zu den Sternen fördern wir Wissenschaft in Deutschland. Wir fördern dabei, grob gesagt, über zwei Wege, die institutionelle und die projektbezogene Förderung. Bei der institutionellen Förderung unterstützen wir die großen außeruniversitären Forschungsgesellschaften als verlässlicher Partner dauerhaft finanziell.
Gleichzeitig werden über die Projektfördermittel einzelne Vorhaben finanziell und zeitlich begrenzt gefördert. Man könnte auch sagen, angereizt. Man kann sich das Ganze so vorstellen wie einen Baum. Der Stamm mit einigen Verästelungen wird mit Mineralstoffen, Wasser und Sonnenlicht grundversorgt. Aber immer wieder zeigen sich neue Knospen, die aus der Wissenschaftsvielfalt entstehen. Die Aufgabe der Politik ist es nun, gemeinsam mit der Wissenschaft abzuwägen, ob die Förderung dieser einzelnen Knospe oder dieses Bereiches über das Grundmaß hinaus sinnvoll und geboten ist. Für nächstes Jahr haben wir zum Beispiel die Demenzforschung als einen solchen Bereich identifiziert, die wir zusätzlich mit 5 Millionen Euro Projektfördermitteln finanziell unterstützen. So können mit zeitlich und finanziell begrenzten Ressourcen neue Forschungsbereiche angeregt werden, die sich irgendwann zu tragenden Ästen des Wissenschaftsbaumes entwickeln. Was Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aber vermeiden muss, ist es, dem Irrglauben zu verfallen, man könnte in einen Baum unendlich Löcher bohren und einfach Äste hineinstecken, die dann anwachsen müssen und Teil des Ganzen werden. Sowas könnte tatsächlich im Einzelfall klappen, aber nicht dauerhaft und immer. Wenn Wissenschaftler der Politik gefallen wollen und politische Schlagwörter benutzen, um Forschungsgelder abzugreifen und Politiker von Forschern ideologiegetriebene Forschung erwarten, wird es dagegen langfristig schwierig für beide Seiten und dient nicht dem Wohl unseres Landes. Natürlich haben wir in diesen Haushaltsberatungen im Parlament auch eigene Akzente gesetzt über den Regierungsentwurf hinaus. Wir investieren in Therapeutika 50 Millionen über 3 Jahre, denn auch wenn die Medien derzeit gerne über Impfstoffe berichten und ab wann diese zur Verfügung stehen müssen, wir als Politik wollen auch Optionen schaffen für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Wir fördern die Fortführung eines Forschungsnetzwerks der über 36 Universitätsklinika, die patientenorientierte Forschung betreiben und hoffentlich auch in Zukunft nicht nur sich mit Corona beschäftigen, sondern andere Volkskrankheiten beachten. Außerdem möchte ich die Fraunhofer Immunforschung erwähnen. An bundesweit 4 Standorten wird die Erforschung und Therapie von Immunerkrankungen nachhaltig gestärkt. Weitere Beispiele für angewandte Forschung sind die Fraunhofer Zentren für biogene Wertschöpfung und Smart Farming sowie das Zentrum für öffentliche Sicherheit in Berlin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Grundlagenforschung ist wichtig. In diesem Bereich investieren wir 70 Millionen Euro. In der Wirkstoffforschung, es geht da zum Beispiel um neue Antibiotika. Ich komme zu dem Ergebnis, dass wir gut aufgestellt in das kommende Jahr gehen. Mein Dank gilt allen Beteiligten, vor allen Dingen den Mitberichterstattern für die kollegiale Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt meinem Kollegen Sven Schulz, der zum letzten Mal bei den Verhandlungen mit dabei war. Lieber Sven, wir haben deine Verlässlichkeit immer sehr geschätzt. Und ich glaube, da kann ich für alle Kollegen sprechen. Mein Dank gilt ebenso Ministerin Anja Karliczek und ihrem Haus. Und erwähnen möchte ich natürlich auch die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe, der Büros und auch des Haushaltssekretariats für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Restjahr und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, bis zum Restjahr haben wir noch ein bisschen, auch der Bundestag hat ja noch einiges zu bewältigen. Auch nächste Woche ist ja noch Sitzungswoche, aber der Dank von Kerstin Radomski nach den langen Haushaltsberatungen und der geht natürlich hier an ihre Mitberichterstatter zu diesem Einzelplan. Sven Schulz von der SPD hat sie besonders gedankt, den hören wir gleich nochmal. Jetzt aber erst für die FDP die Berichterstatterin Bettina Stark-Watzinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, ja, liebe Kerstin Radomski, heute ist Tag der Bildung und heute kam eine neue Studie heraus, nämlich dass ein Viertel, also ein Teil, ein signifikanter Teil der Viertklässler nur rudimentäre Kenntnisse in Mathematik hat. Und deswegen ja, Bildung in der Schule ist eigentlich Ländersache, aber wir haben eine Grundgesetzänderung und wir haben uns dazu entschieden, an bestimmten Stellen auch als Bund aktiv zu werden. So, wir beschließen heute über einen Haushalt von 21 Milliarden Euro,
21 Milliarden Euro. Zwischen der Einbringung und der Bereinigungssitzung sind 500 Millionen dazugekommen. Das hört sich erst mal toll an. Aber am Gesamtetat macht dieser Haushalt 4% aus. 52% gehen in den Sozialetat, 4% in Bildung und Forschung. Und in Anlehnung an John F. Kennedy sage ich jetzt einfach mal, es gibt nur eines, was teurer ist als Bildung und Innovation, nämlich keine Bildung und Innovation, meine Damen und Herren. Und die aktuelle bildungspolitische Forschung zeigt das auch, wenn wir die Bildungsleistung in unserem Land um 25 PISA-Punkte erhöhen würden, könnte unser Bruttoinlandsprodukt um 15 Billionen, also fünfmal das, was wir eigentlich an Bruttoinlandsprodukt haben, steigern. Und ich denke, das ist ein Anstieg, den auch der Wirtschaftsminister im Augenblick gerne nehmen würde. Doch Bildung ist nicht nur eine Frage für den wachsenden Wohlstand in einer Gesellschaft, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und hier sieht es in einem reichen Land doch sehr arm aus. Schauen wir uns die Bildungsgerechtigkeit und soziale Mobilität an. Nur 21 von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerhaushalten gehen an die Universität, 8 schließen ein Masterstudium ab. In Deutschland braucht es 2 bis 4 Generationen, bis Kinder aus einkommensschwachen Klassen ein Durchschnittseinkommen erzielen können. Aufstiegschancen werden nicht durch staatliche Umverteilung in dem Sozialministerium geschaffen. Sie werden dort geschaffen, wo der Mensch das Handwerkszeug an die Hand bekommt, um aus eigener Leistung zu wachsen, nämlich durch Bildung, meine Damen und Herren. Und das ist auch Ihre Aufgabe, Frau Ministerin. Und Sie brauchen sich gar nicht aufregen. In skandinavischen Ländern, auch das zeigt, es ist Bildung ein viel integraler Standteil von Sozialpolitik. Bildungspolitik wird dort für den Status Erwerb und nicht nur für den Status Erhalt gemacht. Und das muss unser Vorbild sein. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Ein Drittel der Abiturienten, die nicht studieren, geben fehlende finanzielle Voraussetzungen als Grund dafür an, dass sie nicht studieren. Das ist für uns Freie Demokraten ein unerträglicher Zustand. Es gibt in diesem Haus von Union bis zu den Linken einen parteiübergreifenden Konsens, dass hier etwas getan werden muss, aber es passiert nichts. Wir haben das elternunabhängige BAföG vorgelegt, ein Konzept, das jungen Menschen unabhängig davon macht, aus welcher Situation sie kommt, sie in die Lage versetzt, ihr eigenes Schicksal in die Hände zu nehmen. Es ist unser Vorschlag, soziale Mobilität in unserem Land zu erhöhen. Von Ihnen, liebe Union, gibt es zu diesem Thema nichts. Sie verwalten den Status quo und akzeptieren diese Ungerechtigkeit stillschweigend. Das müssen wir ändern. Stillstand bei der Digitalisierung, Rückschritte sehen wir durch Corona. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich Ihnen sage, nie war digitale Bildung so wichtig wie heute. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, haben Sie gesagt, Frau Ministerin, hier 2018 im Plenum. Was im Kinderzimmer Standard ist, muss es doch im Klassenzimmer erst recht sein. Realität steckt in meinem Heimatland Hessen. Für die geplante Anschaffung von Dienstlaptops für alle Lehrer, so hat das Ihr Parteikollege Herr Lorz gesagt, der hessische Kultusminister, wird wahrscheinlich Ende des Jahres der Startschuss fallen, fast ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise. Es wird an einer Verwaltungsvereinbarung gearbeitet. Es sei voraussichtlich nur noch eine Frage von Wochen und im Laufe des nächsten Jahres, mehr als ein Jahr nach Corona, könnten diese Laptops dann verteilt werden. Wann kommen die Laptops, liebe Frau Ministerin? Ich bitte, Sie geben uns jetzt mal einen Zeitplan. Ja, die Kooperation zwischen Bund und Land ist nicht trivial, aber wir haben in unserem Land schon ganz andere Themen gelöst. Sie stellen in vielen Ländern die Landesregierung. Also, packen Sie es an, der Digitalpakt muss in dieser Legislaturperiode noch richtig zum Laufen kommen. Wir haben kein finanzielles Problem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Der Bundesrechnungshof hat das in vielen Berichten auf den Tisch gelegt. Bei Forschung und Innovation, die Mittel fließen nicht ab, Wasserstoffunion, bisher ist noch kein einziger Vertrag abgeschlossen. Für uns Freie Demokraten gilt,
Wie sozial ein Staat ist, zeigt sich nicht im Sozialetat, sondern in den Chancen, die er bietet. Und es gilt, ein Land, das in Innovation investiert, in Forschung investiert, investiert in die eigene Zukunft. Wir haben unsere Konzepte vorgelegt. Dem Haushalt werden wir nicht zustimmen. Vielen Dank, Bettina Stark-Watzinger für die FDP-Fraktion. Und sie hat das ja hier begründet. So, jetzt hören wir noch einen Berichterstatter. Das wird Sven Schulz sein für die SPD-Fraktion. Und er ist ja schon angesprochen worden. Sven Schulz hat auch angekündigt, dass er ja im nächsten Jahr nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird. Also das wird sein letzter Haushalt sein, den er zumindest mit verabschiedet. Die Eckwerte für den nächsten Haushalt, die werden zwar noch aufgestellt werden, aber dann haben wir ja erstmal die Bundestagswahl. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausnahmsweise zitiere ich mich eingangs selbst. Ja, wer kluge Sachen sagt, hört darauf auch. Mit Erlaubnis der Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe nämlich meinen Redebeitrag in der ersten Lesung des Haushalts 2021 so begonnen. Es gibt letztlich nur einen Weg, mit der Pandemie fertig zu werden, mit einem Impfstoff. Und den bekommen wir nur, wenn die Forschung erfolgreich ist. Eben diese Forschung unterstützen wir massiv. Zitat Ende vom 1. Oktober. Nun liegen die ersten Forschungsergebnisse vor. Das Unternehmen BioNTech hat einen vielversprechenden Impfstoff entwickelt und dafür viel Förderung vom BMBF erhalten. Diese beherzte und kräftige Förderung hat das Ergebnis, naja, mindestens begünstigt. Und das zeigt, wie wichtig und erfolgreich unsere Politik ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun konnte ich das bei der ersten Lesung natürlich nicht wissen. Was ich allerdings für die parlamentarischen Beratungen schon im Sinn hatte, war, dass wir den Entwurf der Bundesregierung noch etwas verbessern können. Aber ganz ehrlich, was wir dann tatsächlich gemeinsam geschafft haben, hat sogar mich überrascht. Wir haben für die nächsten Jahre sage und schreibe über 1,2 Milliarden Euro mehr für Bildung und Forschung vorgesehen. Über 1,2 Milliarden Euro für die Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was haben wir im Einzelnen beschlossen? Die Gesundheitsforschung wird weiter massiv und verstärkt unterstützt. Erstens durch das Netzwerk Unimedizin, mit dem wir über die Pandemie hinaus die Zusammenarbeit der Uniklinika Deutschlands auf ein neues Niveau heben und thematisch verbreitern. Zweitens durch zusätzliche Forschungsmittel für Covid-19-Medikamente. Denn mit dem Impfstoff alleine wird es nicht getan sein. Es müssen wohl auf längere Sicht Erkrankte behandelt werden. Und drittens durch neue Institute für Immunologieforschung an verschiedenen Standorten in Deutschland. Darüber hinaus spannen wir den Rettungsschirm für Ausbildungsplätze weiter auf und geben mehr Geld dafür. Und wir stärken die Nothilfe für Studierende. Angesichts der weiterhin angespannten Lage ist beides gleich wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind natürlich von großer Bedeutung. Darum stellen wir mehr Mittel bereit für deren sozialwissenschaftliche Erforschung. Mit diesen Maßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bekämpfen wir die Pandemie und ihre Auswirkungen nach Kräften, auch und gerade mit Bildung und Forschung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kümmern uns aber auch um Themen, die gar nichts mit Corona zu tun haben. So stocken wir die Demenzforschung auf, womit wir einen weiteren Baustein setzen wollen zur Bekämpfung dieser Krankheit, die so viele betrifft und die so viel Leid bringt. Wir stärken einmal mehr die Alphabetisierung, damit Menschen ein Angebot erhalten, um Lesen und Schreiben zu erlernen. Wir wollen, dass die Betroffenen besser am gemeinsamen Leben teilhaben können und Chancen erhalten. Und die öffentliche Sicherheit wollen wir mit einem neuen Fraunhofer-Institut auch von der technologischen Seite her verbessern, sei es mit Blick auf die Datensicherheit und Kommunikation oder auch zum Beispiel, wenn es um Gefahren durch Drohnen geht. Den Tierschutz wollen wir unterstützen durch die Verbesserung der Forschung für Alternativen zu Tierversuchen. Ich weiß, dass es vielen Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist und deswegen ist es gut, dass wir hier einen Schritt weiter vorankommen, meine sehr verehrten Damen. Und last not least, die digitale Bildung fördern wir mit erheblichen zusätzlichen Mitteln, weil es da schmerzliche Defizite gibt, wie wir gerade in dieser Zeit immer wieder sehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind nur Stichworte aus den Haushaltsberatungen. Ich könnte noch viele weitere Themen ansprechen, die alle wichtig sind und im Haushaltsplan verankert sind, von Klima und Energie über angewandte Forschung bis zur beruflichen Bildung und der Hightech-Strategie. Aber ich habe hier nur ein paar Minuten Zeit. Und ich will auch noch auf zwei Grundsatzfragen eingehen, die sich auch in diesem Etat wiederfinden.
Zum einen das Bund-Länder-Verhältnis und zum anderen die Frage nach der Rolle des Deutschen Bundestages. Der Hochschulpakt. Der Hochschulpakt ist eine seit Jahren erfolgreiche Bund-Länder-Kooperation. Aber leider wurden über 3 Milliarden Euro bislang nicht für die Studierenden eingesetzt, sondern gebunkert. Wir haben darum beschlossen, 15% der Mittel zu sperren und geben gleichzeitig die Perspektive, dass das Geld freigegeben wird, wenn es zweckgemäß eingesetzt wird. Das ist meiner Meinung nach ausgesprochen maßvoll, denn im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, dass 85% der Mittel weiterhin auf jeden Fall fließen. Trotzdem, als Haushaltsgesetzgeber haben wir damit, wenn ich es richtig sehe, zum ersten Mal in eine solche Bund-Länder-Vereinbarung eingegriffen. Aber nicht damit der Bund weniger und die Länder mehr zahlen müssen, sondern um sicherzustellen, dass der Hochschulpakt auch überall wirkt. Wir wollen, dass das Geld tatsächlich für Studienplätze und bessere Lehre eingesetzt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bei diesen Bund-Länder-Vereinbarungen stellt sich auch die Parlamentsfrage. Sie werden nämlich von den Landesregierungen und der Bundesregierung geschlossen. Nach vertraulichen Gesprächen. Es sind eben Verwaltungsvereinbarungen, mit aber teils großer Bedeutung, gerne langjährig und viele Milliarden Euro schwer. Aber ohne, dass der Bundestag gefragt, geschweige denn angemessen einbezogen wird. Dabei kann man ja durchaus diskutieren, wie ist die Ausgestaltung, wie viel Geld ist von wem wofür vorgesehen. Welche Ziele bekommen welches Gewicht? Wie wird kontrolliert? Was passiert, wenn die Ziele nicht erreicht werden? All das wird von den Regierungen verhandelt und der Deutsche Bundestag wird rausgehalten. Wir sollen nur hinterher brav das Geld dafür bereitstellen. Das geht so nicht, Kolleginnen und Kollegen. Das kann so nicht bleiben. Und darum haben wir nun ein Stoppschild aufgestellt. Wir wollen künftig einbezogen werden und unsere Ansichten einbringen. Politik kann nur dann Akzeptanz erwarten, wenn alle wichtigen Fragen parlamentarisch diskutiert und die verschiedenen Argumente öffentlich ausgetauscht werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich könnte jetzt noch ein bisschen über Differenzen innerhalb der Koalition sprechen, etwa was das Thema Hilfe für Schüler und Studierende anbetrifft und die SPD-Forderung nach einem besseren BAföG-Konzept. Aber meine Redezeit ist fast erschöpft und außerdem freue ich mich auch viel zu sehr über das Erreichte. Schließen möchte ich darum mit meinem herzlichen Dank allen, die mitgewirkt haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesregierung und auch hier im Deutschen Bundestag sowie bei den Kolleginnen und Kollegen. Ein besonderer Dank gilt natürlich meiner liebsten Kollegin Kerstin Radomski, die die Fackel weitertragen wird, sowie unseren Sprechern Ecki Rehberg und Dennis Rohde, ohne die das Ergebnis nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank. Ja, und auch hier von Sven Schulz an die Kollegen und die Haushälter natürlich auch. Eckhard Rehberg für die Unionsfraktion und Dennis Rohde für die SPD-Fraktion, die maßgeblich in diesen 17,5 Stunden, die der Haushaltsausschuss diesmal für die Bereinigungssitzung gebraucht hat, ja alle Einzelpläne nochmal durchgewälzt haben. Gesine Lötsch, die Sprecherin für Haushaltspolitik, ist auch die Berichterstatterin für diesen Einzelplan für die Linke. Am 21. September fand im Bundeskanzleramt ein Bildungsgipfel statt und auf diesem Gipfel beschworen die Kanzlerin und auch die Ministerin, Frau Karliczek, die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für die Bildung. Und aus dieser Beschwörung lassen wir sie auch nicht mehr heraus, meine Damen und Herren. Die Pandemie hat doch gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist. Aber was ist Ihnen eingefallen? Frau Karliczek, Sie sagen Masken auf in der Schule, dicke Pullover anziehen. Und unsere Kanzlerin hat heute den Vogel abgeschossen und hat den Kindern in der Schule empfohlen, wenn ihnen kalt ist, dann sollen sie doch mal in die Hände klatschen und dicke Pullover anziehen und Kniebeugen machen. Ich finde, so kann man mit unserem Bildungssystem nicht umgehen, meine Damen und Herren. Es ist schon gesagt worden, es ist viel Geld zur Verfügung gestellt worden. Frau Karliczek, Sie haben vom Bundestag 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt bekommen. Und Sie schaffen es nicht, das Geld sinnvoll in die Schulen zu bringen. Das ist ein Armutszeugnis. So darf das nicht weitergehen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat den Zugang zu Lernmitteln untersucht. Und das Ergebnis ist eindeutig. Während des Lockdowns im Frühjahr erhielten 36% der Gymnasien entsprechenden Fernunterricht, aber nur 25% der Haupt- und Real- und Gesamtschulen.
Und nach dem Lockdown wurde die digitale Kluft noch größer. Privatschulen hatten übrigens in der Zeit der Schulschließung häufiger Videounterricht als Kinder in öffentlichen Schulen. Und das bestätigt, Digitalisierung der Schulen kommt nicht nur langsam voran, sondern die digitale Spaltung und die soziale Spaltung gehen miteinander zusammen. Das sind unhaltbare Zustände. So darf das nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie auch, warum gelingt es der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten nicht, den Unterricht in kleineren Gruppen zu organisieren und so Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler zu schützen? Wir haben Ihnen ja da bereits in der vergangenen Woche Vorschläge unterbreitet. Es gibt geschlossene Kinos, Theater und Konzertsäle. Warum werden diese nicht für den Schulunterricht genutzt? Es gibt Angebote von Jugendherbergen, die werden ausgeschlagen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich sage Ihnen, es gibt auch viele Lehramtsstudentinnen und Studenten, die bereit wären, die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen. Auch Medizinstudenten haben sich in den Krankenhäusern gemeldet im ersten Lockdown. Warum soll das nicht auch mit Lehramtsstudenten möglich sein? Sie sind dazu bereit, meine Damen und Herren. In Ihrem Geschäftsbereich, Frau Ministerin, befindet sich eines der größten Wissenschaftssysteme der Welt. Und ich bin mir sicher, dass hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freiwillig bereit wären, unseren Schulen bei der Digitalisierung zu helfen. Waren wir nicht das Land der Ideen oder war das nur eine PR-Aktion? Meine Damen und Herren, hier muss es besser gehen und Sie dürfen die Schulen nicht weiter hängen lassen. Aber Sie lassen ja nicht nur die Schulen hängen, Sie lassen auch die Hochschulen hängen. Nach Angaben des Deutschen Studentenwerkes leben 200.000 Studierende in struktureller Armut. Das ist doch eine Verschwendung von Potenzial. Das können wir uns nicht leisten. Darum fordern wir als Linke endlich eine Studienfinanzierung, die jungen Menschen ermöglicht, ohne finanzielle Sorgen zu studieren. Das ist machbar, das ist finanzierbar. Man muss es nur wollen. Und die soziale Spaltung in unserem Bildungs- und Wissenschaftssystem fängt in der Schule an und setzt sich auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fort. Viele von ihnen leben in prekären Verhältnissen. Arbeitsverträge sind zeitlich kurz begrenzt, sodass sie nur von der Hand in den Mund leben. Darum fordern wir als Linke einen Fonds von 3,4 Milliarden Euro für die Schaffung von Dauerstellen und verlässlichen Berufswegen. Ich denke, diesem Antrag sollten Sie zustimmen. Meine Damen und Herren, die prekäre Beschäftigung führt natürlich dazu, dass die Hochschulen gezwungen werden, Geld aus der Wirtschaft einzuwerben. Und immer mehr Konzerne wie Amazon, Facebook und Google versuchen mit finanziellen Mitteln, die Hochschulen von sich abhängig zu machen und die Forschung in ihrem Profitinteresse zu beeinflussen. Und noch schlimmer ist es, dass sie darauf bestehen, dass viele Forschungsergebnisse geheim bleiben. Wir sagen, das ist ein Angriff auf unser Grundgesetz. Dort heißt es in Artikel 5 Absatz 3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und diese Freiheit wird von Konzernen unterlaufen. Und das darf nicht sein, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Konzerne finanzieren und nichts davon erfahren, was herauskommt. Wir müssen hier gründlich umsteuern, damit wir unser Grundgesetz erfüllen. Vielen Dank. Christine Lötsch war das für die Linke. Ja, wenn man mal auf das schaut, was hier im Haushalt eingestellt ist, in diesem Einzelplan, beispielsweise an BAföG-Mitteln, das sind 2,14 Milliarden fürs nächste Jahr, aber darüber hinaus sind auch diesmal ja Soforthilfen für Studierende in pandemiebedingten Notlagen, aber auch beispielsweise Überbrückungshilfen für Studenten. Auch das spiegelt sich in diesem Einzelplan. Margit Stump jetzt für die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Haushalt enttäuscht die Bundesbildungsministerin zum wiederholten Mal in Sachen Bildungsaufbruch. Anzeichen dafür sind ebenso wenig zu erkennen wie eine Bereitschaft des Bundes, endlich tatkräftig in gute Bildung und Chancengerechtigkeit zu investieren. Anstatt endlich beherzt an den Stellen anzusetzen, wo die Not am größten ist und zu verhindern, dass das Ungleichgewicht bei Bildungschancen und Abschlüssen noch größer wird, halten Sie, Frau Ministerin, an Ihren wenig engagierten, wenig praxisbezogenen und deswegen auch reichlich unwirksamen Maßnahmen fest. Daran hat auch die Krise nichts geändert. Im Gegenteil, trotz des langen Sommers und der Gewissheit einer zweiten Pandemiewelle hat sich die Lage an Schulen wenig verändert.
Wir zeigen mit unserem Entschließungsantrag, wo wir von Bundesseite kurzfristig und dennoch nachhaltig dazu beitragen können, auch in der Pandemie das Recht auf Bildung zu sichern. Die bisherigen Infektionsschutzkonzepte reichen vielerorts nicht mehr aus, um die Infektionszahlen in Schulen einzudämmen. Wir brauchen zusätzliche Maßnahmen. Wenn wir Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten wollen, muss die Raumsituation schnell und wirksam verbessert werden. Umfangreiche bauliche Maßnahmen, die bei vielen maroden Schulen schon lange und zwingend notwendig sind, sind wegen der Vorlaufzeiten und vor allem auch der finanziellen Lage der Kommunen nicht umsetzbar. Deshalb fordern wir 500 Millionen Euro für ein Förderprogramm mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen, ausschließlich für finanzschwache Kommunen. Denn es gibt inzwischen gut geeignete Geräte, die die Virenlast nachweislich senken und damit auch für ein vernünftiges Lernklima sorgen können. Es ist auch kaum zu erwarten, dass der fachgerechte Einsatz und der lehrliche Tausch eines Filters gerade das Personal überfordern soll, dem seit Jahren die Pflege der Schul-IT zugetraut wird. Zumal es auch noch Schulen geben soll, an denen sich HausmeisterInnen um diese Arbeiten kümmern. Der Verteilungsschlüssel soll sich an der Einwohnerzahl, dem Kassenkreditbestand und der Arbeitslosenzahl orientieren, damit das Geld dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Präsenzunterricht muss Priorität haben, da sind wir uns einig. Präsenzunterricht heißt aber nicht zwingend, die komplette Stundentafel im ganzen Klassenverbund auf Biegen und Brechen zu erfüllen. Bei steigenden Inzidenzzahlen wäre eine sinnvolle Kombination von Präsenz- und Fernunterricht zielführender. Das entspreche auch den Empfehlungen der führenden Virologinnen, etwa des RKI. Wer fragt, warum dem so lange nicht nachgekommen wurde, muss die Realität an Schulen betrachten. Seit dem Sommer gibt es kaum einen Nachholeffekt an den Schulen, die bisher nicht oder wenig digitalisiert waren. Das ist ein Skandal. Die dringend notwendige Basisdigitalisierung von Schulen, die in Bezug von Digitalität noch ganz am Anfang stehen, wurde sträflich versäumt. Doch anstatt umgehend ein Förderprogramm Basisdigitalisierung für Schulen aufzusetzen, hat man erst nach Monaten die Investitionsbremse im Medienentwicklungsplan gelockert. Nur gelockert wohlgemerkt, nicht abgeschafft. Das hat Gründe, nützt aber den Schulen, die sich mühsam über Möglichkeiten und Angebote informieren und im Nachgang jede Entscheidung doch wieder einordnen müssen, herzlich wenig. Deswegen untermauern wir unseren Antrag, eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung einzurichten. Sie soll niedrigschwellig Zugang zu wichtigen Informationen bieten, sowohl in Bezug auf Technik als auch auf Organisation und Pädagogik. Für Pädagoginnen und Schulträger, aber auch für alle Interessierten. Mein dritter Punkt adressiert die Ungerechtigkeit im Bildungswesen, die durch die Schulschließungen im Frühjahr noch zugenommen hat. Denn oft besuchen gerade die Kinder mit den größten Problemen Schulen, die sowohl materiell als auch personell am schlechtesten für das Auffangen dieser Kinder gerüstet sind. Ein Förderprogramm für Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren soll gezielt die Schulen unterstützen, die den größten Herausforderungen und Problemlagen sich gegenüberstehen. Auf Grundlage sozialer Indikatoren bekommen diese Schulen zusätzliche Ressourcen. So entkoppeln wir Bildungserfolg von der sozialen Herkunft und gehen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Teilhabe und mehr Bildungsgerechtigkeit. Margit Stumpf war das für die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Ja, Bildung ist auch Ländersache vor allem. Präsenzunterricht muss Priorität haben, sagte sie. Aber wenn wir mal auf die aktuellen Entwicklungen schauen und auf die aktuellen Infektionszahlen, haben jetzt die ersten Bundesländer angekündigt, beispielsweise Sachsen, dass sie ab Montag beispielsweise Schulen und Kitas schließen wollen. Jetzt hören wir die Ministerin Anja Karliczek. Ja, liebe Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Stärke unserer Forschung gibt uns in diesen schwierigen Zeiten Grund zu Hoffnung und Zuversicht. Das gilt für die Impfstoffforschung,
Das gilt aber auch für den Forschungsstandort Deutschland und seine Strahlkraft in der Welt. Gestern Abend hat Emmanuelle Charpentier den Chemie-Nobelpreis erhalten. Sie hat sich bereits vor Jahren für das Forschen in Deutschland entschieden und sie hat mit ihrer Kollegin Dautner die Genschere CRISPR-Cas9 entwickelt. Eine bahnbrechende Innovation mit enormen Potenzialen, nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Pflanzenzüchtung. Und ich hoffe, liebe Grüne, dass der Nobelpreis auch Sie flügelt und Sie endlich mithelfen, dieser Innovation auch in Deutschland und in Europa Flügel zu verleihen. In München steht zur Stunde die nächste Nobelpreisverleihung an. Gerne hätte ich Professor Reinhard Genzel persönlich gratuliert und deswegen jetzt auf diesem Wege, lieber Herr Professor Genzel, meinen herzlichsten Glückwunsch zum Physik-Nobelpreis. Wir verneigen uns vor Ihrer Forscherleistung. Nobelpreise stehen für exzellente individuelle Forschungsleistungen. Sie zeichnen aber auch den Forschungsstandort aus, der sie ermöglicht. Und unser Innovationsland ist solch ein Möglichmacher. Diese exzellenten Rahmenbedingungen sind das Ergebnis klarer Prioritätensetzung seit 2005, seit der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Deutschland ist ein Science Powerhouse, so nennt es der aktuelle Nature Index. Und ich will exemplarisch dafür die Pakte nennen. Schon heute können unsere Forschungsorganisationen auf ein jährliches Plus von 3% ihrer Budgets bis 2030 bauen. Wo sonst in der Welt gibt es eine so auskömmliche und so langfristig finanzielle Sicherheit für die Wissenschaft? Unsere Zukunft hängt an exzellenter Forschung und an guter Bildung. Das haben meine Vorredner ja erwähnt. Das ist Common Sense in diesem Haus. Und dafür steht der Haushalt 2021 mit 20,8 Milliarden Euro. Und ja, liebe Kritiker, es stimmt. Wir haben in der Krise viel Geld in die Corona-Forschung investiert. Aber damit werden Sie diesen Rekordhaushalt trotzdem nicht kleinrechnen, denn auch dieser Haushalt wächst ohne Corona-Mehrausgaben in der Substanz. Und dafür darf ich an dieser Stelle den Haushältern der Koalition ganz herzlich danken, umso mehr, weil sie gerade auch in schwierigen Zeiten Kurs auf Forschung, Innovation und Bildung halten. Denn es geht um unsere Wettbewerbsfähigkeit, es geht um unseren Wohlstand und es geht um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Und vier Themen möchte ich in diesem Haushalt besonders ansprechen. Eins ist gerade schon erwähnt worden, digitale Bildung. Kritik daran, wo Deutschland in der digitalen Bildung, kann ich verstehen. Aber die Bundesregierung zu beschimpfen, liebe Frau Lötsch, das ist billig und Ihrer eigentlich unwürdig, denn Sie müssten es besser wissen, wer welche Aufgaben zu erfüllen hat. Und in Richtung FDP, liebe Frau Stark-Watzinger, darf ich Ihnen sagen, Sie stellen sogar eine Kultusministerin. Und außerdem sollten Sie bei allem Ärger nicht übersehen, was in den letzten Monaten vorangegangen ist. Bund und Länder arbeiten nämlich sehr konstruktiv zusammen. Und der Bund hilft, wo er kann. Wir stellen mittlerweile 6,5 Milliarden Euro bereit für den Digitalpakt Schule. Wir bezahlen digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Wir bezahlen Laptops für Lehrerinnen und Lehrer. Wir finanzieren den Aufbau der Administratorensysteme der Länder. All das, eigentlich originäre Länder- und Kommunalaufgaben, übernimmt der Bund, weil es außergewöhnliche Zeiten sind und weil es zügig vorangehen soll. Wir wollen die Aufbruchstimmung in den Schulen nutzen, um langfristig gute digitale Bildung in den Schulalltag zu bringen. Denn digitale Bildung erschöpft sich nicht in Technik. Corona hat uns nur deutlich vor Augen geführt, dass selbst eine technische Mindestausstattung eben nicht überall verfügbar war. Aber gute digitale Bildung bedeutet viel mehr, nämlich jedem Kind einen individuellen Lehrpfad zu ermöglichen, auf Teamarbeit zu setzen, Netzwerke zu schaffen über Schulen und Ländergrenzen hinweg.
Und an zwei Punkten bin ich bei Ihnen. Schülerinnen und Schüler haben das Recht, nach bestem Wissen gefördert zu werden. Und Lehrerinnen und Lehrer dürfen eine Weiterbildung erwarten, die sie diese Aufgabe auch meistern lässt. Und deshalb hilft der Bund auch hier mit Bildungskompetenzzentren. Wir werden zukünftig die Lehrerweiterbildung Hand in Hand mit den Erkenntnissen aus der Bildung, aus der Bildungsforschung weiterentwickeln. Ein zweites großes Thema ist Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Seit Beginn der Pandemie wird weniger darüber debattiert. Doch nur weil der Klimaschutz und Nachhaltigkeit seltener die Schlagzeilen beherrschen, ist es ja kühn, lieber Kai Gehring, zu behaupten, es passiere nichts. Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten wurde zur Hälfte aus Deutschland finanziert. Wo waren Sie, als die Polarstern im Oktober zurückgekehrt ist? Die Auswertung der Klimadaten zum Beispiel aus dem Eis wird unsere Forscher noch Jahre beschäftigen. Aktuell fördern wir mit weiteren 10 Millionen Euro, dass dieser Datenschatz zügig in Handlungswissen übersetzt wird. Aber wir machen noch mehr. Wir finanzieren mit 9 Milliarden Euro den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Wir forschen an synthetischen Kraftstoffen. Wir fördern die Entwicklung einer echten Kreislaufwirtschaft von der Batterie bis hin zu neuen Materialien für unseren Alltag. Wir haben unsere Förderungen von 2 auf 4 Milliarden in diesem Bereich glatt verdoppelt. Und damit bin ich beim dritten Schwerpunkt, Schlüsseltechnologien der Zukunft. Wir müssen im internationalen Wettbewerb um diese Technologien vorne mitspielen. Wir wollen sie entwickeln und mit ihnen Geld verdienen. Daran hängt unser Wohlstand. Wir reden oft über die Frage, wie wollen wir leben? Ich finde, wir sollten mal genauso oft darüber reden, wovon wollen wir eigentlich künftig leben? Die künstliche Intelligenz dringt aktuell in die Bereiche vor, in denen wir traditionell stark sind. In den Quantentechnologien ist die Spitzenposition in der Entwicklung noch offen. Und auch die Kommunikationssysteme, namentlich 6G und Open RAN, entwickeln sich rasant. Und in all diesen Zukunftsfeldern positionieren wir uns mit dem Ziel, die Weltspitze zu erobern. Die Europäische Union muss im 21. Jahrhundert in der freien Welt mehr Verantwortung übernehmen. Und nur wenn wir technologisch souverän sind, sitzen wir am Ruder. Und nur dann können wir weltweit Standards setzen. Und Deutschland kann seinen Beitrag leisten, denn Deutschland ist ein starkes Innovationsland. Und deshalb müssen Wirtschaft, Wissenschaft und staatliches Handeln Hand in Hand gehen, um in diesem Transformationsprozess die Zukunftstechnologien aktiv mitzugestalten. Und lieber Kollege Sattelberger, mit Miesepeterei hat noch niemand den Aufbruch in eine neue Zeit geschafft. Das klappt nur mit Mut und Zuversicht. Und Mut und Zuversicht, dafür steht in diesen Tagen unsere Gesundheitsforschung. Der erste zugelassene Impfstoff ist in Deutschland entwickelt worden. Gibt es einen besseren Beweis für die Leistungsfähigkeit unseres Forschungsstandorts? Aber natürlich ist Corona mit dem Impfstoff nicht weg. Und deswegen bauen wir auch die Medikamentenforschung gegen Covid-19 noch einmal aus. Und auch das nationale Netzwerk Universitätsmedizin ist mehrfach angesprochen worden. Wir haben es in der Pandemie ins Leben gerufen, aber es wird auch in Zukunft gebraucht für weitere Forschungsfragen, für andere Krankheitsbilder. Bei wem wirkt welches Medikament am besten, welche Therapien schlagen an? Diese Informationen werden zwischen Unikliniken, zwischen München und Greifswald geteilt. Und dieses geteilte Wissen rettet Leben. Die Pandemie hat eins überdeutlich gezeigt. Die Zukunft liegt im Netzwerk und nur so werden die Ideen von Einzelnen für alle nutzbar. Nur so werden wir die Krise überwinden und nur so werden wir auch in Zukunft stark sein. Wir wollen stärker aus dieser Krise herauskommen, als wir in sie hineingegangen sind. Mit dem Haushalt 2021 sind die Segel gesetzt. Dank einer exzellenten Zusammenarbeit mit dem Parlament. Ich will namentlich unsere Haushälter erwähnen, Eckhard Rebech, Dennis Rohde, Kerstin Radomski und Sven Schulz. Sven Schulz, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, aber auch allen herzlichen Dank. Den einen oder anderen sicher dann noch mal wieder.
Ja, mit ihrem Einzelplan, mit ihrem Etat kann die Ministerin eigentlich ganz zufrieden sein. Knapp 20,8 Milliarden Euro sind vorgesehen fürs nächste Jahr. Und der Haushaltsausschuss hat nochmal saftig draufgelegt. 500 Millionen Euro sind nochmal draufgekommen. Aber das Problem ist, sie hat auch beispielsweise die Digitalisierung der Schulen angesprochen. Ein Dauerthema, auch ein Dauerärgernis, der Digitalpakt Schule. Da gibt ja der Bund Milliarden, unter anderem auch nochmal aufgestockt für Programme, Laptops für Schüler, Laptops für Lehrer. Aber die Mittel, die fließen nur sehr langsam ab. Markus Bühl jetzt für die AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Nach der Bereinigungssitzung liegt der Haushaltsansatz für das Forschungs- und Bildungsministerium bei über 20 Milliarden Euro. Nun bedeutet viel nicht zwangsläufig, dass es viel bringt. In den letzten Wochen wurde über den Digitalpakt Schule und Endgeräte für Lehrer gesprochen. Abgesehen davon, dass die Mittel schleppend abgerufen werden, da die Durchführungsvorschriften schwierig sind. Tablets sind nicht die Antwort auf die Herausforderungen, denen sich Schulen und Bildungseinrichtungen derzeit stellen müssen. Die immer neuen Bildungsexperimente der Länder kosten viel Geld und verunsichern Schüler, Eltern und Lehrer. Wir setzen uns für Stabilität in der Wissensaneignung und Entwicklung ein. Notwendige Sanierung der Schulgebäude oder massiver Lehrermangel in Bundesländern wie meinem Heimatland Thüringen spiegeln den Alltag in unserem Bildungswesen wider. Und hierfür ist nicht der Bund zusätzlich in die Pflicht zu nehmen, sondern es wäre die Kernaufgabe der Bundesländer, ihre Schulen so auszustatten, dass sie gut gerüstet in das 21. Jahrhundert starten können. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wofür die Altparteien geführten Bundesländer die Steuereinnahmen der vergangenen Jahre denn verwendet haben. Die letzten Monate haben deutlich gezeigt, dass die Länder über Jahrzehnte Modernisierung und Instandhaltung von Schulgebäuden vernachlässigt haben. Dadurch ist ein milliardenhoher Investitionsstau bundesweit aufgelaufen. Ebenso sind in den vergangenen Jahren die Bundesländer mit dem Hochschulpakt entscheidend durch den Bund entlastet worden. Insgesamt 20 Milliarden Euro umfasste diese Bundeshilfe. Aber was ist daraus geschehen? Berichten des Bundesrechnungshofes zufolge haben sich intransparente Strukturen gebildet. Mittel wurden in Einzelfällen zweckentfremdet ausgegeben, zum Beispiel für den Hochschulbau, oder es wurden Ausgabereste für die Zukunft gebildet. So kann man mit dem Geld unserer Steuerzahler nicht umgehen. Aus unserer Sicht kommt die Förderung der beruflichen Bildung im Haushalt zu kurz. Wir als AfD-Fraktion setzen uns für eine Aufwertung der beruflichen Bildung und des Handwerks ein. Wir können stolz auf unsere Handwerker und Industriearbeiter sein, die deutsche Wertarbeit weltweit bekannt gemacht haben. Sie gehören gefördert und unterstützt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. So, Bärbel Baas, sehen Sie hier schon die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die SPD-Fraktion, hier die nächste Rednerin zum Einzelplan Bildung und Forschung. Das Wort hat die Kollegin Bärbel Baas für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sven Schulz hat es gerade schon angesprochen und viele Vorredner auch. Ja, es stimmt, wir haben natürlich in diesem Jahr in dem Bereich der Forschung einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Pandemie gelegt. Und ich will noch mal daran erinnern, ganz früh Anfang des Jahres haben viele Experten gesagt, wer weiß, ob wir überhaupt einen Impfstoff bekommen. Das kann Jahre dauern. Und jetzt haben wir den Erfolg da. Wir stehen kurz davor, dass auch die Europäische Arzneimittelagentur wahrscheinlich zum Ende des Jahres den Impfstoff tatsächlich zulassen kann. Und Deutschland hat daran, wie ich finde, einen sehr, sehr großen Anteil. Und das ist erstmal zu begrüßen. Und dafür bedanke ich mich auch bei den Kollegen im Haushaltsausschuss, dass sie eben auch diese Forschungsmittel dafür freigeräumt haben. Das war ein wichtiger und richtiger Schritt. Applaus
Ich will die Summen auch gerne noch mal nennen, weil für die Impfstoffentwicklung auch international haben wir ja 230 Millionen Euro investiert in CEPI, damit eben viele Wissenschaftler auch das international sich austauschen, weiterforschen. Wir haben 750 Millionen auch für die klinische Impfstoffentwicklung, für die Ausweitung und Herstellung und auch für die Abfüllkapazitäten investiert. Das sind wichtige Schritte, um am Ende dann auch Betriebsstätten, übrigens auch in Deutschland, damit zu unterstützen. Auch das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Fast 90 Projekte zur Covid-19 haben wir zu verschiedenen Forschungsbereichen für das Jahr 2020 und auch für das Jahr 2021 mit insgesamt 45 Millionen Euro gefördert. Und dazu gehören eben auch Forschungsprojekte zu ethischen, rechtlichen und auch sozioökonomischen Folgen der Pandemie. Und auch das ist ein Punkt, den wir erforschen müssen. Nicht nur der Impfstoff ist wichtig, sondern auch das, was an Folgen einer Pandemie in der Gesellschaft passieren, müssen erforscht werden. Wir haben aber nicht nur, weil viele den Eindruck haben, jetzt haben wir alles an Geld auch investiert im Gesundheitsbereich, in der Gesundheitsforschung, nur für die Pandemie und für einen Impfstoff. Dem ist nicht so. Das ist vorhin auch schon kurz angesprochen worden. Wir geben auch 35 Millionen Euro jährlich für die Forschung der Antibiotikaresistenzen. Das ist zunehmend eine große Gefahr, dass wir keine Antibiotika mehr haben oder kaum noch Antibiotika, die helfen. Und deshalb ist genau dieser Schwerpunkt wichtig, denn viele Menschen versterben eben auch an diesen resistenten Keimen. Wer das schon mal selbst mitgemacht hat, wenn jemand im Krankenhaus liegt, eine Infektion hat und es keine Hilfe mehr gibt, der weiß, dass genau dieser Punkt elementar wichtig ist. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die 35 Millionen jährlich hier auch investieren. Wir haben weitere Projekte, die sollen in dieser Haushaltsdebatte nicht untergehen, die zur Prävention, Diagnose und auch Therapie für Krebserkrankungen wichtig sind. 62 Millionen stellen wir hier zur Verfügung, auch für das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Die Ausschreibung für die Standorte läuft und das ist für uns ein wichtiger Punkt. Neben den Konzeptvorschlägen, die es gibt, ein Aufbau für ein neues deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit beziehungsweise auch für die psychische Gesundheit. Das ist ebenfalls bereits ausgeschrieben und auch das sind wichtige Elemente im Bereich der Gesundheit. Hinzu kommt für mich die Demenzforschung. Auch das ist etwas, was die Gesellschaft braucht. Das haben wir jetzt angelegt. Da können wir sicherlich noch mehr tun, aber es ist jetzt schon auf den Weg gebracht. Auch dafür herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Wir haben eine Demenzstrategie und es ist jetzt auch wichtig, dass wir hier die Forschung vorantreiben. Und nicht unterschlagen will ich auch das Universitäre Herzzentrum hier in Berlin, das wir mit 100 Millionen sichern. Auch das ein ganz wichtiger Punkt. Bis zum Jahr 2028 können wir hier diese Förderung möglich machen und auch dafür herzlichen Dank. Insgesamt wird hier deutlich, dass wir eben sehr stark auch den Fokus in diesen Haushaltsjahren, auch in den nächsten, auf die Gesundheitsforschung gelegt haben. Das ist in erster Linie, weil ich auch Gesundheitspolitikerin bin, für mich ein wichtiger Punkt. Die Kollegen werden sicherlich noch die anderen Punkte gleich ansprechen. Aber ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen Haushälterinnen und Haushältern, die dafür gesorgt haben. Und diesem Haushalt kann man zustimmen. Es setzte richtige Schwerpunkte in diesem Jahr. Herzlichen Dank dafür. Das Wort hat Dr. Thomas Sattelberger für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schwülstige, ja güldene Worte, liebe Frau Karliczek, aber haushaltspolitisch dünnes Blattgold. Nach Jahren der Stagnation sind Ihre 20,8 Milliarden für 2021 zwar rekordhoch,
aber in Relation zum Wachstum des Bundeshaushalts ein Klacks. Ein Trostpreis im Vergleich zu anderen Ressorts. Vielleicht aber auch ganz gut, liebe Frau Karliczek, dass Sie nicht noch mehr Geld zum Ausgeben haben. Output, Outcome und Impact interessieren Sie ja nicht so sehr. Brandaktuelles Hochschulbarometer, wenige Tage alt. An den Fachhochschulen bricht die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen massiv ein. Und erst recht an den staatlichen Universitäten ohne Exzellenzstrategie. Mehr als die Hälfte der hochschulischen Forscherinnen und Forscher empfinden die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Arbeit als massiv rückläufig. Impact des Ungleichgewichtes in der Forschungsförderung. Und der Tiefpunkt, Frau Karliczek, 400 zusätzliche Millionen für anwendungsorientierte Forschung in den Rachen der Außeruniversitären und die Hochschulen schauen in die Röhre. Exzellenz bitte, aber nicht zugunsten einer Zweiklassengesellschaft, Hochschule versus Außeruniversitäre. Dass das ein freier Demokrat Ihnen erklären muss, Frau Karliczek? Fast die Hälfte der Wissenschaftler sehen die Corona-Auswirkungen auf die Lehre problematisch. Fast 60% als negativ für Transfer- und Forschungskooperation. Und die Koalition sperrt sich immer noch gegen einen Digitalpakt Hochschule und gegen die Gründung einer deutschen Transfergemeinschaft. Herr, lass Hirn regnen, möchte man rufen. Aber zumindest was Union und SPD betrifft, erhört er mich leider nicht. So bleibt nur die irdische Maßnahme des Aktenstudiums. In Ihrem Positionspapier für eine digitale Bildungsoffensive, liebe Unionschristen, da lesen Sie Ihrer ambitionslosen Ministerin ja kräftig die Leviten und ziehen Anja Karliczek jeglichen Speck unter dem Sessel weg. Toll, was Sie da fordern. Eine Unbedenklichkeitsprüfung für digitale Lehrmittel, die Einbindung innovativer Edutechs, eine Whitelist für Tools und für Apps. Nur, da steht ja alles schon in unserem Antrag vom Juni, den Sie im Oktober abgelehnt haben. Und jetzt schreiben Sie ab, Sie Copycats. Wenn der Herr schon kein Hirn regnen lässt, gut, dass Sie immerhin als Manna unser liberales Gedankengut haben. Bitte weiter so bei unseren Änderungsanträgen zum Haushalt. Wir helfen gerne mit. Auch beim Thema Luftfilter an den Schulen. Den ganzen Sommer haben Sie das Thema verpennt. So viel Wind, wie Sie jetzt machen, da könnte man meinen, Sie verwechseln Luftfilter mit dem päpstlichen Flabellum aus Pfauenfedern, das die Häupter früherer Pontifexe gekühlt hat. So liest man auf der CDU-CSU-Homepage, wirksam filtern statt frieren. Dabei ist die Realität vieler Schüler genau umgekehrt. Wirksam frieren statt filtern. Und Kniebeugen und Händeklatschen, da hat die Kanzlerin wirklich tolle Rezepte heute. Vorher hat Spahn die Masken verschlafen, die Gesundheitsämter, die Digitalisierung, die Antikörperschnelltests. Und jetzt sind wir im Lockdown, vielleicht verschärft, und kein Plan für danach. Und das versuchen Sie hinter Ihren rhetorischen Pfauenfedern zu verstecken. Stimmen Sie lieber unseren Änderungsanträgen zu. Streichung und Aufwuchs ist gut begründet. Von der Exzellenz über berufliche Bildung, über Midlife-BAföG hin zu Gentechnikfonds, Transfergemeinschaft und natürlich Luftfiltern. Lesen, beipflichten und dann endlich mal machen. Ran an den Speck gilt übrigens nicht nur für Sie, sondern auch für die Frau Karliczek. Dankeschön.
Ja, ob eine Ausstattung aller Klassenräume mit Luftfiltern wirklich das Lüften ersetzen kann, da gehen die Meinungen ja auseinander, auch die der Wissenschaftlerinnen. Aber die Bundeskanzlerin zumindest, die hat heute in einem Interview Schülern und Schülerinnen auch dazu geraten, sich zwischendurch mal warm zu machen in ausgekühlten Klassenzimmern. Auf das Lüften der Klassenräume könne eben wegen der Pandemie nicht verzichtet werden. Vielleicht was Wärmeres anziehen oder auch mal eine kleine Kniebeuge oder so und klatscht in die Hände, so die Kanzlerin heute in einem Radiointerview. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Sattelberger, Sie werden immer mehr eine Parodie Ihrer selbst. Ich denke mir immer, in allem Respekt, der Mann kann eigentlich wirklich was. Der hat Ideen, der ist auch scharf im Denken. Aber immer, wenn es um die Abzweigung geht, bleibe ich jetzt ernsthaft oder mache ich Klamauk, damit ich in den Zeitungen eine Überschrift produziere, entscheiden Sie sich für den zweiten Weg. Es ist schade, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die Frau Delligös war noch vor kurzem hier gesessen. Ich wollte sie ansprechen, ich mache es trotzdem. Sie hat nämlich heute Vormittag in der Debatte einen bemerkenswerten Satz geprägt. Ich zitiere, Sie machen das Notwendige, auch das Richtige, also an uns gerichtet, aber Sie haben keine Vision, Sie haben keine Ziele. Zunächst wollte ich mich bei ihr ganz herzlich bedanken, neige das Haupt vor der Aussage, dass wir das Notwendige und das Richtige machen. Sie war für uns im Bereich zuständig, das war eine Generaldebatte und hat das durchaus auf das bezogen formuliert. Aber ich möchte auf den Punkt eingehen, den es der Rübner ausgesagt hat, eben wir hätten keine Vision und keine Ziele. Ich möchte ein paar Bausteine dieser Vision sagen. Die Ministerin hat angesprochen, seit 2005 haben wir die Verantwortung hier. Und es ist eben nicht ohne unser Zutun möglich geworden, dass Professor Drosten mit der Charité, mit dem Team in der Charité, den PCR-Test, der weltweite Maßstäbe setzt, entwickelt hat. Es ist eben nicht ohne unser Zutun möglich geworden, dass das deutsche Unternehmen BioNTech als erstes weltweit die Zulassung für einen Corona-Impfstoff erhalten hat. Und es ist auch nicht ohne unser Zutun gelungen, dass die Nobelpreisträgerin Charpentier Angebote, die sie weltweit hatte, ausgeschlagen hat und sich für den Standort Deutschland entschieden hat. Sie hat nämlich im Interview 2014 gesagt, ich zitiere, das war schon lang klar, dass aus der CRISP-Sache etwas Großes werden wird. Und dazu brauchte ich eine langfristige Forschungsmöglichkeit. Die Helmholtz-Gemeinschaft und die Alexander von Humboldt-Stiftung boten mir eine Unterstützung an, die besser war als alle anderen Angebote. Sehr geehrte Damen und Herren, es liegt an uns, oder es war unser Beitrag, dass wir 2008 die AVH-Professuren in Deutschland konzipiert und eingeführt haben. Deswegen forscht sie auch heute noch am Standort Deutschland. Wir hatten 2005 eine Vision, wie wir das deutsche Wissenschaftssystem verändern wollen. Und auch der Haushalt 2021 ist ein weiterer Baustein. Die zentralen Leitbilder, die wir seit 2005 leben, seit 15 Jahren inzwischen, ich nenne einige davon, Exzellenz, Internationalisierung, Verlässlichkeit und Langfristigkeit, Bund-Länder-Pakte, die die Strukturen nachhaltig verändern, und natürlich auch mehr Geld ins System, mehr Geld für Breite und Spitze unserer Wissenschaft. Priorität für Forschung und Bildung in unseren Haushalten. Und zu den Leitbildern im Einzelnen. Exzellenz. Es war vormals die führende Nation, war Deutschland. Und es waren die Nazis, die letztendlich diese Wissenschaftskultur, diese Exzellenz zertrümmert haben, mit dem Ergebnis, dass exzellente Wissenschaftler Deutschland verlassen haben. Und es war im Nachkriegsdeutschland keine Selbstverständlichkeit, dass der Begriff Exzellenz gelebt wurde. Ganz im Gegenteil, er ist bis heute umstritten. Und wir haben trotzdem 2005 gemeinsam mit der SPD übrigens beschlossen, dass wir die Exzellenzstrategie einführen, weil wir klar gesagt haben, dass wir zu diesem Exzellenzprinzip stehen. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass es eine wissenschaftliche Verantwortungselite braucht in unserem Land. Wir brauchen die Breite, aber wir brauchen auch die Spitze in der Wissenschaft. Und diese Exzellenzinitiative hat zu einer Aufbruchsstimmung in Deutschland geführt. Und die Universitätslandschaften, schauen Sie sich TU, LMU und viele andere an, hat sich substanziell nachhaltig verändert. Diese Exzellenzinitiative hat die deutschen Universitäten wachgerüttelt, aufgerüttelt und substanziell verändert. Leitbild 2, Internationalität. Die Zahlen sprechen für sich. Die Ausgaben
des Forschungsministeriums für internationale Vorhaben sind seit 2009 um 72% gestiegen. Die Zahl der deutschen Studierenden im Ausland hat sich seit 2005 verdoppelt. Die Anzahl der Studierenden aus dem Ausland in Deutschland ist seit 2009 um 66% gestiegen. Und die Zahl der ausländischen Professoren, die in Deutschland tätig sind, ist zwischen 2012 und 2018 um 21% gestiegen. Man sieht eindeutig, Deutschland ist hochattraktiv für ausländische Wissenschaftler. Und die deutsche Wissenschaft ist weltoffen und international vernetzt, sehr geehrte Damen und Herren. Leitbild, strukturbildende Pakete. Wir haben eine Vielzahl von Bund-Länder-Paketen ins Leben gerufen, die die Wissenschaftsarchitektur im Land substanziell verändert haben und auch heute noch verändert. Die wichtigsten: Pakt für Forschung und Innovation, Exzellenzinitiative, später Exzellenzstrategie, Hochschulpakt, innovative Hochschule, Qualitätspakt Lehre, Professorinnenprogramm, Programm zur Forschung an Fachhochschulen, Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Qualitätspakt Lehre, Digitalpakt und so weiter und so weiter und so weiter. Rein der Digitalpakt, über den wir heute schon diskutiert haben, 6,5 Milliarden im Haushalt. Oder der Pakt für Forschung und Innovation. Die Ministerin hat es zu Recht angesprochen. Wo sonst auf der Welt gibt es derartiges, dass die außeruniversitären Forschungseinrichtungen für 10 Jahre einen Zuwachs garantiert bekommen, das heißt 120 Milliarden für diese 10 Jahre garantiert kriegen. Und das ist nur die Grundfinanzierung. Das heißt nicht, dass nicht über die Projektfinanzierung noch zusätzliches Geld darüber hinaus hinzukommt. Das ist ein sicherer, verlässlicher Aufwuchs, der eine super Grundlage für die Arbeit der außeruniversitären Wissenschaftler bietet. Und als Gegenleistung erwarten wir von den Wissenschaftlern top-wissenschaftliche Leistungen und, Herr Sattelberger, zu Recht, immer mehr, ganz intensiv fordern wir das ein, dass die Transferleistungen massiv zunehmen. Leitbild: mehr Geld, Priorität bei Forschung und Bildung im Haushalt. Nur noch mal wenige Zahlen. Wir haben die Forschungsausgaben seit 2005 von 7 Milliarden auf 20,8 Milliarden gesteigert. Das sind eine Steigerung um 170%. Aber auch im internationalen Kontext ist das klasse. Die Diskussion, welchen Anteil des Bruttoinlandsproduktes geben wir für Forschung und Entwicklung aus? Wir messen uns oft an den USA. Wie schauen die Zahlen aus in den vergangenen 10 Jahren? Die USA hat in den vergangenen Jahren Steigerung der Ausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt Stagnation. Wir haben in den vergangenen 10 Jahren eine Steigerung um 19%. 2018 haben wir erreicht 3,13% des BIPs für Forschung und Entwicklung. Die USA liegt mit 2,83% inzwischen ganz klar hinter uns. Ist mal ein bisschen verständlich, ist ein wesentlich größeres Land, würde ich sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Frau Delegös ist leider noch nicht da. Ich spreche Sie trotzdem mal an. Wenn Sie behaupten, wir hätten keine Vision, dann ist genau das, sich zu vergegenwärtigen, welche Leitbilder haben wir seit 2005 gelebt, welche Ziele haben wir angestrebt, welche finanziellen Mittel haben wir zur Verfügung gestellt, was haben wir damit erreicht, genau das, was wir wollten, das ist unsere Vision. Die Grünen verstehen Vision dahingehend, dass sie der Wissenschaft sagen, was sie tun und unterlassen sollen. Kernforschung ist Teufelszeug, Fusionsforschung müssen wir aussteigen, Forschung zu Sonnenkollektoren soll gefördert werden. Das ist nicht unser Verständnis, das ist auch nicht unsere Vision, ganz im Gegenteil. Die Grundlage für Top-Wissenschaft, für unser Wissenschaftsverständnis ist in unserem Land, Wissenschaft braucht Freiheit. Und deswegen zum Abschluss, das ist im Kern einer der wichtigsten Bausteine, Frau Ministerin, den wir in den letzten 15 Jahren beschlossen haben, mit tiefer Überzeugung. Und das war nicht einfach, weil viele Haushaltspolitiker gesagt haben, könnt ihr nicht machen, haben wir eine singuläre Konstruktion für die Wissenschaft in unserem Land geschaffen, indem wir das Wissenschaftsfreiheitsgesetz im Jahr 2012 beschlossen haben. Das ist ein Meilenstein, absolut singulär im Bundeshaushalt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Wissenschaft diese Freiheit verdient. Und wir, anders als die Grünen, eben die Vision haben, Wissenschaft in Freiheit und nicht ideologisch getrieben. Herzliches Dankeschön. Albert Rupprecht war das, der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Nächste Rednerin hier im Einzelplan, hier sehen wir sie, Nicole Gohlke, die sich da hinter der Maske versteckt, die Hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Linken, auf dem Weg zum Rednerpult.
Da müssen die Abgeordneten ja ihre Maske noch aufbehalten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Bildungspolitik geht es im Kern um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Es geht um die Fragen, wie gerecht es zugeht in einer Gesellschaft und ob alle Menschen die gleichen Chancen haben. Und die Wahrheit ist, die Chancen sind höchst ungleich verteilt. Es geht nicht gerecht zu in unserer Gesellschaft. Kinder aus armen Familien haben zum Beispiel 3-mal schlechtere Chancen, aufs Gymnasium zu kommen, als die Kinder aus finanziell gut gestellten Elternhäusern. Die Wahrheit ist, dass das Bildungssystem in Deutschland bestehende Privilegien und Benachteiligungen reproduziert. Das ist die Situation, und das zu verändern, das wäre jetzt die Aufgabe von Politik. Denn das Virus hat die ungleichen Bedingungen ja noch mal ungleicher gemacht. Das gilt zum Beispiel fürs Homeschooling, das benachteiligte Kinder noch weiter benachteiligt, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob es einen guten Laptop gibt und einen eigenen ruhigen Arbeitsplatz und ob die Eltern bei den Aufgaben vielleicht helfen können. Und das gilt auch fürs Studium, weil es natürlich auch da einen Unterschied macht, ob man sich die Miete vom Mund absparen muss oder ob die Eltern Geld zuschießen können. Und diese Aufgabe, diese ungleichen Bedingungen auszugleichen, sie gerechter zu machen, dieser Aufgabe wird diese Regierung nicht gerecht, und das ist absolut unverantwortlich. 20,8 Milliarden Euro umfasst der Bildungshaushalt, für den sich die Große Koalition hier ja ziemlich abfeiert. Aber zum Gesamtbild gehört auch, dass diese Regierung mehr als doppelt so viel Geld in Militär und Aufrüstung steckt als in die Bildung, nämlich 47 Milliarden Euro. Dass sie allein für die Rettung der Lufthansa 9 Milliarden Euro locker gemacht haben, also fast so viel wie die Hälfte des gesamten Bildungshaushaltes. Das steht doch alles in überhaupt keinem Verhältnis mehr zueinander. Diese Zahlen sprechen Bände über die Politik der Großen Koalition. Spätestens jetzt wäre doch der Moment gekommen, dafür zu sorgen, dass Geld fließt ins Bildungssystem, und zwar besonders dahin, wo es am meisten gebraucht wird. Warum machen Sie nicht endlich mal die Bildung zur Chefsache in diesem Land? Das wäre doch Ihre Aufgabe. Wir brauchen Geld für die bauliche Sanierung der Schulen. Es lassen sich ja noch nicht mal an jeder Schule in Deutschland die Fenster zum Lüften öffnen. Es braucht mehr Geld für Luftfilteranlagen und Laptops, und es fehlen an allen Ecken und Enden Lehrerinnen und Lehrer. Deswegen legen Sie ein Programm auf für zusätzliche Lehramtsstudienplätze, geben Sie mehr Geld und dauerhaft Geld in den Digitalpakt, bauen Sie die Schulsozialarbeit auf und stellen Sie eine gute Verpflegung an Kitas und Schulen sicher. Denn damit bekämpft man die soziale Spaltung. Gehen Sie das endlich mal an, statt sich ständig hinter dem Bildungsföderalismus zu verstecken. Sie verstecken sich dahinter. An all diesen Stellen, die ich gerade genannt habe, könnte der Bund helfen, und das wäre dringend notwendig. Und es ist höchste Zeit, sich darum zu kümmern, dass ein Studium nicht nur Kindern aus wohlhabenden Elternhäusern möglich ist. Die Zahlen sind schlecht. Es studieren heute wieder weniger Kinder aus Arbeiterfamilien als noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Und das ist natürlich auch kein Wunder, denn genau diese jungen Menschen, die kämpfen, sich ein Studium zu finanzieren, die lassen sie im Regen stehen. Fast 50.000 Anträge auf Corona-Überbrückungshilfe haben sie abgelehnt, mit der Begründung, die Studierenden hätten sich ja schon vor der Pandemie in einer akuten Notlage befunden. Das ist absurd und zynisch. Und statt endlich das BAföG zu reformieren, streichen Sie es in Ihrem Haushalt auch noch weiter zusammen. Die Linke fordert ein existenzsicherndes BAföG und die Öffnung des BAföG. Das wäre jetzt die richtige Maßnahme. Kolleginnen und Kollegen, die Bildungspolitik hat einen anderen und einen größeren Stellenwert verdient in unserer Gesellschaft, als die Große Koalition ihr hier einräumt. Spätestens jetzt gilt es, das Bildungssystem zum Hebel zu machen für soziale Gerechtigkeit. Vielen Dank. Die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Markus Paschke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland hat auf dem Weg zu einer Reduzierung der Tierversuche einen wichtigen Schritt gemacht. Der Bund wird die konzeptionelle Entwicklung einer nationalen Plattform für tierversuchsfreie Alternativmethoden mit 3 Millionen Euro fördern. Dafür haben wir uns eingesetzt als Sozialdemokraten. Das hat der Haushaltsausschuss jetzt beschlossen. Und das ist eine gute Nachricht. Und ich danke ganz ausdrücklich unseren Haushältern, die sich da auch sehr stark für eingesetzt haben. In den letzten Jahren rückte das Tierwohl zu Recht immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Umgang mit Tieren in allen Lebensbereichen ist eine zutiefst politische und auch moralische Frage geworden. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen auch in der Forschung die Weichen für die Zukunft stellen. In unserer Gesellschaft sind wir uns alle einig, dass Tierversuche eine besondere Rechtfertigung brauchen und diese auf ein unumgängliches Minimum in der wissenschaftlichen Praxis reduziert werden sollen. Auf der anderen Seite gibt es, und das zeigt die andauernde Corona-Pandemie sehr deutlich, ein besonders öffentliches Interesse an getesteten und sicher befundenen Medikamenten, Impfstoffen und auch Chemikalien. Im Sinne des Wissenschaftsstandortes Deutschland erkennen wir an, dass Tierversuche ein wichtiges und zurzeit auch noch ein unverzichtbares Erkenntnismittel in der biologischen und medizinischen Forschung sind. Tierversuche dürfen aber wirklich nur dann zum Einsatz kommen, wenn es um die Untersuchung komplexer Phänomene geht, die anders nicht erfasst werden können. Das heißt, es muss das letzte Mittel sein. Als Sozialdemokraten haben wir das Ziel einer dauerhaften und nachhaltigen Reduktion von Tierversuchen auf ein Mindestmaß. Und wir wollen die Entwicklung tierversuchsfreier Alternativmethoden fördern. Es gibt viele innovative Beispiele, um Tierversuche erfolgreich langfristig zu reduzieren und das Leiden von Tieren zu minimieren. Häufig fehlen aber noch die notwendigen Schritte, um diese Methoden in die praktische Anwendung zu überführen, sie zu validieren und auch in den Prüfgremien für Medikamente und Chemikalien als Alternativen zu den bisherigen Tierversuchen anzuerkennen. Und Deutschland kann hier ein internationales Vorbild werden. Dazu müssen wir eine enge Kooperation zwischen den beteiligten Forschungsorganisationen, den Industriepartnern und den Zulassungsbehörden erreichen. Forschung und Innovation sind immer dann erfolgreich, wenn wir Spitzenforschung und anwendungsorientierte Forschung nicht trennen, sondern zusammenbringen. Wir wollen zielgerichtet die Weiterentwicklung alternativen Methoden fördern. Dafür wird die nationale Plattform die Grundlagen schaffen. Und ich finde, es ist ein wichtiges Signal, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten Konzepte für die Zukunft entwickeln. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Dr. Anna Christmann das Wort. Sie ist die Sprecherin für Innovation und Technologiepolitik der Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ruprecht, ich wollte noch mal an Sie anschließen. Mir war das jetzt schon bemerkenswert, wie Sie von Visionen in der Wissenschaft sprechen konnten, dann aber ja die ganze Zeit über die Vergangenheit geredet haben. Sie haben offenbar nichts mehr vor im Bereich Wissenschaft. Das ist ziemlich fatal. Denn ja, wir reden ja heute hier hoffentlich über die Dinge, die in der Zukunft passieren sollen. Und dafür sind ja jetzt 20,8 Milliarden im Haushalt. Und das ist Geld, das wir in der Tat dringend brauchen. Wie dringend, das haben wir ja gerade in diesem Jahr gesehen. Plötzlich schreien alle nach den Prognosen zur Entwicklung der Pandemie. Alle wollen dringend einen Impfstoff haben. Analysen der Bildungsforschung zu den Schulschließungen sind gefragt. Viele Menschen merken, wir brauchen eine starke Wissenschaft, um gerade auch die unvorhersehbaren Herausforderungen darauf gut vorbereitet zu sein.
Und ich bin daher ganz froh, Frau Ministerin, dass sich Ihre Prognose von Anfang Ihrer Amtszeit da nicht bewahrheitet hat. Sie hatten ja gesagt, die Zeit der Aufwüchse sei vorbei. Und die Größe der Herausforderungen haben Sie da aber offensichtlich eingeholt, denn wir brauchen diese Investitionen in die Wissenschaft. Es ist also gut, dass der Wissenschaftsetat wächst, obwohl Sie da nicht besonders für gekämpft haben. Und das heißt aber leider eben auch, dass Sie den Entwicklungen allgemein oft hinterherlaufen. Und das ist fatal. Erstes Beispiel dafür die Digitalisierung der Hochschulen. Wir haben gesehen, dass da jetzt viel mit Engagement der Lehrenden lief, dass es digitale Veranstaltungen gab. Aber solches Krisenmanagement ersetzt natürlich keine verlässliche digitale Infrastruktur, die die Hochschulen dringend brauchen. Führen Sie endlich eine Digitalpauschale ein, wie nicht nur von uns gefordert, sondern ja auch von der Hochschulrektorenkonferenz und der Expertenkommission für Forschung und Innovation. Packen Sie das endlich an. Zweites Beispiel, die Wissenschaftskommunikation. Auch da hat die Wirklichkeit Sie ja überholt, Frau Karliczek. Sie riefen am Anfang Ihrer Amtszeit, die Wissenschaft müsse sich besser erklären. Heute erklärt sich die Wissenschaft jeden Tag in Talkshows, in Politrunden. Wir wissen alle, was ein R-Wert ist und was Aerosole sind. Nur was Ihr großer Wurf in der Wissenschaftskommunikation ist, das wissen wir immer noch nicht. Hier braucht es endlich ein umfassendes Konzept für starke Orte der Wissenschaftskommunikation und 20 statt 2 zusätzlicher Millionen, wie jetzt vom Haushaltsausschuss beschlossen, das ist zu wenig. Drittes Beispiel, Gründungsförderung. Wir brauchen endlich einen Aufbruch für eine gründungsfreundliche Wissenschaft. Aber die Exist-Mittel, die stagnieren vor sich hin, da ist überhaupt keine Bewegung drin. Deswegen haben wir das dringend beantragt. Und auch ein Update bei den Rahmenbedingungen ist dringend fällig. Denn diese völlig überzogenen Lizenzgebühren, feste Patentvergütungen, das ist einfach nicht unterstützend für Ausgründungen. Es braucht die stille Beteiligung im einstelligen Bereich als neuen Ausgründungsstandard. So geht Gründungsforderung in der Wissenschaft. Und ich möchte auch noch die sozialen Innovationen erwähnen, die Sie ebenfalls schriftlich vernachlässigen. Auch die EFI-Kommission hat die in ihrem Gutachten dieses Jahr erwähnt gehabt. Es braucht einen breiteren Innovationsbegriff, der eben gerade auch die sozialen Innovationen umfasst. Als Grüne fordern wir da schon länger eine Innovationsstiftung, gerade auch für soziale Innovationen. Von Ihnen ist da gar nichts zu sehen, Frau Karliczek. Und zum Schluss vielleicht noch das leidige Thema der angeblichen Milliarden für künstliche Intelligenz, die ja dann auch immer nur so ein paar Millionen sind. Zu allem Überfluss hat Ihnen da jetzt der Haushaltsausschuss sogar noch die Mittel gesperrt, weil noch gar kein Gesamtkonzept vorliegt. Dabei wäre eine Stärkung der KI-Mittel gerade für eine europäische KI ja so wichtig. Wir haben 130 Millionen für AI Made in Europe beantragt, waren damit leider nicht erfolgreich. So bleibt das ein hohles Schlagwort, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt auch für AI Made in Europe. Das muss gefüllt werden. Und Sie waren eben auch bei diesem Thema europäische künstliche Intelligenz da nicht die Erste, sondern mal wieder eher die Letzte. Unsere Wissenschaft hätte da ein bisschen mehr Weitsicht verdient. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, mir reicht das alles nicht. Ich möchte mehr erreichen für die Wissenschaft. So müssen wir diese Rolle übernehmen, denn dringend notwendig ist es. Ja, Anna Christmann war das für Bündnis 90 Die Grünen von der Opposition. Da musste sich die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek doch schon einiges an Kritik anhören. Es geht oft weniger um die Höhe der Mittel, sondern auch oft um das Tempo bei Projekten oder auch bei Innovationen. Jetzt hat noch mal ein Redner der Koalitionsfraktion das Wort. Das ist Tankred Szczepanski für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der letzte Redner der Union. Ich darf zusammenfassen, ein bisschen aufräumen und vor allen Dingen richtigstellen. Und ich glaube, als Medienanwalt passt da der Begriff der sogenannten Eindrucksrichtigstellung, wenn man diese Debatte heute hier verfolgt. Die FDP offenbart wieder ihre Schwäche für Zahlen. 20,8 Milliarden Euro, ein Rekordhaushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine 2 mit 10 Nullen. Seit 2005, Kollege Ruprecht hat den Aufwuchs genannt, ja, mehr als verdoppelt mit dem Amtsantritt von Angela Merkel. Und da von einem Klacks zu sprechen, ist, glaube ich, falsch. Das ist ein Zeichen für die richtige Schwerpunktsetzung für Bildung und Forschung in dieser Koalition.
Die FDP, liebe Kolleginnen und Kollegen, argumentiert neuerdings wie die Linken. Sie kennt keine Zuständigkeiten, keine Verfassung, Fortschritte und Fakten werden ausgeblendet. Das gleiche falsche Lied zum Digitalpakt Schule hören wir zum zigsten Mal hier. Wenn man etwas Falsches hier sagt, wird es nicht richtiger durch Wiederholung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, zur Linken komme ich. Den Vorwurf der strukturellen Armut bei Schülern und Studenten wird eben, da werden wieder Fakten ausgeblendet. Googeln Sie einfach mal bei YouTube Stefan Kaufmann, Thema Studierendenhilfen. Da sehen Sie ein schönes Video zusammengefasst, wie wir unseren Studierenden in dieser schwierigen Situation helfen, nämlich sehr erfolgreich. Und mit diesem Haushalt stocken wir das nochmal auf. Lieber Stefan Kaufmann, vielen Dank für deine Arbeit in diesem Bereich. Und liebe Kollegen der Opposition, hören Sie doch auf, hier ständig ein Zerrbild zu zeichnen. Ich will Ihnen mal sagen, Deutschland ist Innovationsland. Gehen Sie mal auf die Seite des BMBFs, da haben Sie ein einfaches Faktenblatt. Zum Impfstoff wurde heute viel gesagt. Zum PCR-Test, der hier an der Charité von Professor Drosten entwickelt wurde, wurde viel gesagt. Das CISPA, unser Sicherheitsinstitut, Helmholtz-Institut in Saarbrücken, auf Platz 1 beim Thema Cybersicherheit. Wir gehen weiter. Der Supercomputer in Jülich, Nummer 1 in Europa. Wir gehen weiter zum Thema Patente. 2017 wurden 398 weltmarktrelevante Patente pro 1 Million Einwohner angemeldet. Das ist doppelt so viel wie in den USA. Wir sind im Innovationsranking auf Platz 1 gerückt. Wir haben Südkorea faktisch von Platz 1 vertrieben. Die Ministerin hat angesprochen, die größte Arktis-Expedition Mosaik aller Zeiten wurde von uns aus gestartet und die Nobelpreisträger wurden genannt. Reden Sie doch diesen Forschungsstandort nicht immer schlecht. Und wir setzen richtige Aufwüchse. Die Wissenschaftskommunikation wurde genannt. Ich finde das gut, dass der Haushaltsausschuss das noch mal aufgestockt hat. Ich finde das sehr richtig. Das ist auch ausreichend. Wir haben in der Koalition einen sehr guten Antrag dazu geschrieben. Gleiches gilt für die Berufsorientierung. Hier auch noch mal nachgebessert. Auch ein toller Antrag. Danke an Stefan Albani und Yvonne Macquas, die hier federführend gearbeitet haben. Wir haben den Aufwuchs bei den KI-Mitteln. Wir sind bei der Quantentechnologie weit vorne. Auch dort sind wir überall auf dem Weg zur Weltspitze. Und das sind eben genau die Gegenteile, die die Kollegin Christmann eigentlich hier angesprochen hat. Und blicken wir auf die Bereinigungssitzung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war natürlich ein Glückstag für Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Brandenburg und Berlin. Zwei neue Fraunhofer-Institute, ein neues Fraunhofer-Cluster. Im Saarland kommt noch ein Ausbau eines Helmholtz-Instituts dazu. Wir haben das im letzten Haushalt bereits erlebt mit Blick auf Sachsen, wo dort die Sektkorken geknallt sind mit Fraunhofer und Helmholtz-Instituten. Und ich mahne an dieser Stelle ausdrücklich an, dass wir schon wieder zu einem geordneten Verfahren zurückfinden müssen, wie wir Forschungsinstitute in dieser Republik einrichten. Und Forschungsinstitute müssen wissenschaftsgeleitet im Dialog mit den Stakeholdern und im Dialog mit den Fachpolitikern eingerichtet werden. Richtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die starke Beteiligung des Parlaments bei dieser Frage. Und daher bin ich dem Haushaltsausschuss für seine Maßgabebeschlüsse außerordentlich dankbar. Es wird keine Bund-Länder-Vereinbarung mehr geben ohne Parlamentsbeteiligung. Es gibt mehr Kontrolle durch dieses Parlament bei den Bund-Länder-Vereinbarungen. Kollege Schulz hat das exzellent dargestellt. Es gibt keine Vereinbarung mehr nach 91b Grundgesetz, ohne dass dieses Parlament hier beteiligt wird. Und ich finde auch richtig, liebe Frau Kollegin Christmann, dass die Millionen, die wir hier bei KI an die Hochschulen geben wollen, auch erstmal gesperrt sind, weil wir erstmal das Konzept als Parlamentarier sehen wollen, daran mitwirken wollen, bevor wir den Ländern Geld geben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Sperre auf die Mittel, die 90 Millionen, was jetzt die Bildungsplattform betrifft und die digitalen Bildungskompetenzzentren, ist auch richtig. Wir packen diese Mittel drauf. Die Union hat hier einen sehr guten Vorschlag erarbeitet. Kollege Sattelberger hat das zitiert. Aber Kollege Sattelberger mit Sicherheit ohne einen FDP-Antrag zu lesen, ohne Pfauenfedern, ohne Himmelschmaler und ohne Speck. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Ungleichgewicht zwischen der universitären Forschung und der außeruniversitären Forschung müssen wir bremsen. Das ist ein richtiger Hinweis. Das machen wir nur schon seit vielen, vielen Jahren. So, verehrte Zuschauer, erster Tag der Haushaltsberatung in dieser Woche. 9 Stunden konnten Sie heute bei uns verfolgen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass es ja morgen ab 8.45 Uhr hier bei Phoenix dann schon zu sehen, der Vorlauf zur Generaldebatte, zur Generalabrechnung hier im Bundestag gibt. Dann sind wir wieder für Sie da. Für heute darf ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Ich komme zum Schluss.